Ah, super Leute, ich wollte zwar ein bisschen rumprobieren, habe aber nichts wirklich hinbekommen. Ich habe es nur ein bisschen verringern können. Das sieht man in dem Raum jetzt nicht, aber in anderen Räumen sieht man, dass es ein bisschen besser geworden ist. Also müssen wir schnell durch dieses scheiß Dungeon, damit das Geflackere aufhört. So. Mein Herz. Ein Schwert. Ah, okay. Damit geht es auf. Mit unserem natürlich nicht. Hier. Nice, das Schwert würde ich gerne behalten. Einschlagen, alles ist tot. Eine Kiste. Was haben wir da? Bestimmt ein Ruin. Oh, ne, ein Schüssel. Okay. Das Türchen war... Gucken wir mal, ob wir da rauskommen. Ob das hier hinten war. Was ist das? Rotes Schleimchen hier gefunden. Das hört weiter. Okay, das können wir dann bei dem Typ im Portemonnaie arbeiten lassen. Komisch, ist das jetzt noch da? Natürlich ist es weg. Das war verzockt. Aber wie ihr seht, in dem Raum ist es ein wenig besser. Aber auch nur wirklich minimal. Okay. Okay, vielleicht Stein drauf werfen. Ja, gut. Und dann ab in die nächste Tür, in die Tür. Und dieses... Boah, das nervt mich halt unheimlich, dieses Geflackere. Wieder GD. Nix gedroppt. Ein Ruby gedroppt. Okay, ich noch mit meinem Schwert, meinem Schlag kaputt. Oh, Gelee. Und der auch, jawohl. Was ging mit unserem Schwert kaputt? Was war denn da? Ein Gegner aus einer Vase. Awesome. Was ist denn das? Glücksamulett gefunden, das hinten in der Beutetasche aufbaut. Man sagt sich. Also kommt das Glück zum Träger dieses Amulettes. Okay. Wie ist die ganze Zeit am Schmetterling? Ein Schmetterling. Fort und hier durch. Oh, das sieht ja schon alles wieder viel besser aus. Dann ist dieses scheiß Geflacker vorbei. Ein Gegner. Und tschüss. Als Bungee-Seil vergessen. Feuer ist nicht gut. Steige hier hoch. Ah, ein kleiner Mitstreiter von dem, der meinen Schuss entführt hat. Irgendwas für uns übergelassen? Nö. Schnell, Link. Das verbrennen wir. Gut, das haben wir auch gemeistert. Fels. Wo sind Bomben? Ach nö. Ach gut. Ich dachte schon, wir müssen jetzt von ganz unten wieder ganz nach oben. So wie der Bastion. Pop. Den haben wir erledigt. Was sind das überhaupt für Geräusche? Klasse.
Ich dachte, wir wären noch drunter. Aber da habe ich mich geirrt. Gehen wir jetzt mal Gas und dann kommen wir schon mal hier vorbei. Jo. Hier ein Vogel. Stirb, stirb, du Mistbrot. Oh. Eine Goldfrau, der andere Idiot will die bestimmt haben. Schnell, 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 schnell. Hopp, 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 hopp. Gut, das haben wir auch geschafft. Und dann müssen wir uns jetzt hier, glaube ich, wieder anpressen. Dann können wir einfach unten dran bleiben. Ja. Okay, haben wir eben einfach nur Scheiße gebaut. Hopp, hopp, hopp. Hoch mit dir. Hoch mit dir. So. Stein zerstören. Und in die Tür. Steine wegziehen. Treppe bauen, nehme ich an. Ratten. Oh, der Stein will mal wieder was von uns. Die Ratten hier. Lass mal, ne? Ja, ja, probier mal etwas Futter von ihnen. Warten wir zu tun, vielleicht geben sie etwas in ihrer Beute ab. Hab ich noch was? Ich glaube nicht. Ich hab nichts mehr. Kiste. Was wird da drin sein? Der Kompass. Jo. Rufen mit Hilfe. Ja, den Kartenbildschirm auf. Und bla bla bla. Ja, das habe ich eben schon festgestellt, was ich hier machen kann. Hätte auch klappen können. Jetzt aber. Ja. Unten schon gemasht. Okay, was war das? Wo kam das her? Naja. Jo, das wird die Tür da drüben sein. Hopp. Hopp. Und dadurch. Und zum Glück wieder draußen. Nicht wieder in irgendwelchen Feuergebieten. Hopp. Hopp. Und wieder ein Vogel. Ja. Ein kleiner Schlüssel gefunden. Der war aber sehr gut versteckt. Schade. Hätte wieder eine Feder sein können. Und durch. Eine Art Fackel.
noch so ein Glück zu wünschen übrig, mal wieder. Die Zelle war da noch nie so wirklich stark. Ich weiß nicht, oder nicht. Aber naja. Was war da drin? Noch so ein Kessel. Ach, bestimmt so ein Tor, das Kessel. Das kannst du mir nicht vorstellen. Ich probiere es jetzt gar nicht aus, ich kann das zu lernen. Von Anfang an ist das wichtig, dieses scheiß Dungeon hier durch. Scheiß Feuerflagge, das Scheiße. Ist das der erste Miniboss oder was?